Willkommen zu einem neuen Beitrag. Liebe Mythengemeinde, heute gibt es wieder ein Video aus der Rubrik Echte Fälle. Das heißt, wir reden hier über einen Fall, der sich tatsächlich so zugetragen hat, auch wenn man das angesichts der Geschehnisse darin eigentlich kaum glauben möchte. Und was man eigentlich dann noch weniger glauben möchte, das ist das, wie diese ganze Sache dann weitergegangen ist, nachdem dieses Verbrechen dann aufgeflogen ist. Denn für die Medizin, für die Wissenschaft, da war dieses Opfer hochinteressant. Und auch heute noch dienen die Erkenntnisse aus diesem Fall für wissenschaftliche Arbeiten. Nur das Opfer selbst, das ist verschwunden. Es wurde irgendwann einmal in staatliche Obhut genommen und niemand weiß, wo es geblieben ist. Es gibt lediglich vage Hinweise, die durch einen beauftragten Privatdetektiven ermittelt wurden. Ich muss eine Sache vorweg schicken, diese ganze Geschichte, die ist sehr umfangreich. So viel Bildmaterial zu diesem Fall gibt es nicht. Ich habe Bilder, sogar ein paar sehr interessante und auch so ein paar Videoaufnahmen. Dennoch ist das Ganze aber dieses Mal mehr so eine Art Videocast, also ein Podcast mit ein paar Bildern sozusagen. Aber dafür erzeugt der Fall selbst mit Sicherheit das ein oder andere Bild in eurem Kopf. Es ist das Jahr 1970 in Temple City in Kalifornien. Da betritt eine Frau mit einem Kind auf dem Arm eine Behörde. Die Frau möchte dort Blindenhilfe beantragen. Aufgrund einer Verwechslung und aufgrund ihrer eingeschränkten Sehfähigkeit, da betritt sie aber das Amt für allgemeine Sozialleistungen, das Tür an Tür mit dieser Behörde liegt, zu der sie eigentlich wollte. Diese Frau ist körperlich leicht eingeschränkt und sie hat eine leichte geistige Behinderung. Bei einem Sturz in ihrer Kindheit, da hat sie sich die Augen verletzt, so dass ihre Sehfähigkeit ebenfalls eingeschränkt ist. Das führte zu dieser Verwechslung und durch diese Verwechslung wurde eine unglaubliche Geschichte aufgedeckt. Diese Frau betrat also die von ihr falsch ausgewählte Behörde und den Mitarbeitern dort fiel die Kinnlade fast schon auf Mariengrabentiefe, als sie die Frau mit dem Kind sahen. Das Kind, das schien 7 oder 8 Jahre alt zu sein, aber als die Mutter es absetzte, da bewegte sich das Kind auf allen Vieren fort. Und das nicht zum Spiel oder aus Spaß, sondern dieses Kind konnte nicht aufrecht gehen. Was jetzt im Einzelnen in diesem Moment auf diesem Amt geschah, das ist nicht bekannt. Man weiß nur, dass die Mitarbeiter sofort merkten, dass da dringend Hilfe geboten war. Sie befragten die Mutter, wer sie sei und wie alt das Kind sei. Und die Mutter erzählte, dass dieses Kind bereits 13 Jahre alt wäre. Und ihr Name sei Susan. Und dieses Kind, das bewegte sich auf allen Vieren fort, knurrte, machte merkwürdige Geräusche, war nicht in der Lage, ein Wort zu sprechen oder mit irgendjemandem irgendeine Form von Kommunikation zu führen. Die Mitarbeiter der Behörde verständigten sofort die Polizei. Diese verhaftete die Eltern des Kindes und was dann ans Tageslicht kam, das ist eine unglaubliche Geschichte. Und diese Geschichte, die werde ich jetzt hier aus einem frei verfügbaren Text wiedergeben und zum Teil auch vorlesen. Also lehnt euch in eurem Sessel zurück oder legt euch aufs Sofa und schaut auf eurem Handy oder wie immer ihr meine Videos auch anseht und dann schaut euch dieses Drama einmal an. Wann genau die Eltern von Susan geheiratet haben, das kann man in den ganzen Berichten über diesen Fall nicht wirklich erfahren. Aufgrund einiger Angaben in den offiziellen Berichten, da kann man aber davon ausgehen, dass das Ganze ungefähr zwischen 1932 und 1935 gewesen sein muss. Der Vater, der hatte während des Krieges als Flugingenieur gearbeitet und danach in einer Firma, die eben auch mit Flugzeugbau zu tun hatte. Die Mutter, Irene, die war in etwa 20 Jahre jünger als der Vater und sie stammte aus einer Farmerfamilie aus Oklahoma. Als in den 30er Jahren diese großen Sandstürme aufkamen, die damals das Land versandeten und die Farmer in den Ruin trieben, da wanderte ihre Familie nach Kalifornien aus. Susans Vater, Clark, der wuchs in erster Linie in Waisenhäusern im pazifischen Nordwesten auf. Denn sein Vater, der kam bei einem Blitzschlag ums Leben und seine Mutter, die betrieb ein Bordell. Und aufgrund dieser Tätigkeit hatte sie eben nie Zeit für ihren Sohn. Warum und weshalb, das ist nicht klar, aber sie hat ihrem Sohn
keinen großen Gefallen mit seiner Namensgebung bei der Geburt getan. Wie der Name lautete, das ist nicht bekannt, aber sie gab ihrem Sohn einen Mädchenvornamen. Dadurch war er seine gesamte Kindheit, seiner Schulzeit und seiner Jugend über dem Spott seiner Altersgenossen ausgesetzt. Als er dann volljährig war, da änderte er seinen Namen behördlich offiziell in Clark. Irgendwann heiratete er Irene und dann, 5 Jahre nach dieser Hochzeit, wurde sie schwanger. Das war dann die Zeit, in der er damit anfing, sie zu schlagen, und gegen Ende der Schwangerschaft, da versuchte er sogar einmal, sie zu erwürgen. Trotzdem gebar Irene dann erst einmal ein gesundes Mädchen. Aber Clark, der mochte keine Kinder. Er hasste sie. Er empfand sie als laut und störend. Und weil seine Tochter natürlich wie alle Babys das machen, auch irgendwann an zu schreien fing, da stellte er sie mit ihrer Wiege in die Garage, und das im Winter. Die Schreie störten ihn in seiner Ruhe. Die Kleine bekam eine Lungenentzündung und verstarb. Ungefähr ein Jahr später bekam Irene einen Sohn. Dieser litt allerdings an einer sogenannten Rhesusinkompatibilität und verstarb im Alter von 2 Tagen. 3 Jahre später bekam Irene einen weiteren Sohn, und auch der litt an dieser Krankheit. Die Ärzte erklärten ihn allerdings für gesund. Der Junge überlebte, allerdings Clark hasste seinen Sohn, weil er ihm zu laut war. Also zwang er seine Frau dazu, den Jungen stillzuhalten. Und das tat sie auch, und zwar so gewissenhaft, dass der Junge Entwicklungsstörungen davontrug. In erster Linie wies er erhebliche körperliche Mängel auf, aber eben auch Entwicklungsverzögerungen in der Sprache. Ungefähr 5 Jahre nach der Geburt des Sohnes, da wurde Susan geboren. In der Zeit von der Geburt des Sohnes bis zur Geburt von Susan, da hatte der Vater sich zum Tyrannen entwickelt. Er hatte seine Familie komplett von der Außenwelt isoliert und erhielt seine Frau und seinen Sohn wie Gefangene. Als Susan geboren wurde, da stellte man auch bei ihr diese Rhesusinkompatibilität fest. Sie bekam eine Bluttransfusion, was aber weiter keine Auswirkungen auf ihre Gesundheit hatte, und die Ärzte erklärten sie für gesund. Allerdings stellten sie bei ihr eine Hüftdysplasie fest. Und so musste sie dann im Alter von 4,5 Monaten bis zum 11. Monat eine sehr bewegungseinschränkende Schiene tragen. Und das wiederum führte dazu, dass Susan sehr spät mit dem Laufen begann. Und dieser Umstand, das war der Auslöser dafür, dass dieses Mädchen die nächsten Jahre durch die Hölle ging. Der Vater war überzeugt, dass seine Tochter eine geistige Behinderung habe. Und das war ihm als Kinderhasse ein weiterer Dorn im Auge, und so befahl er seiner Familie, die Tochter vollkommen zu ignorieren. Die Mutter durfte sie wickeln, durfte sie füttern, aber sie durfte nicht mit ihr reden und den ganzen Tag über sich nicht um sie kümmern. Im Alter von 11 Monaten bekam Susan eine Lungenentzündung, und man brachte sie zu einem Kinderarzt. Dieser Kinderarzt, der machte eine Untersuchung, und dann erstellte er eine Diagnose, die aus heutiger Sicht von Medizinern nicht nachvollziehbar ist. Er äußerte die Vermutung, dass Susan geistig behindert sein könnte. Wahrscheinlich würde sie an einer Bilirubinenzephalopathie leiden. Das ist eine schwere Störung des zentralen Nervensystems bei Neugeborenen, ausgelöst durch den Anstieg von Bilirubin im Blut. Für den Vater war das die Bestätigung seiner Annahme, dass seine Tochter geistig behindert war. Als Susan 20 Monate alt war, da starb die Mutter des Vaters bei einem Verkehrsunfall. Sie wurde von einem LKW überfahren. Als der Fahrer des LKWs nur eine Bewährungsstrafe bekam, da wurde der Vater vor Wut wahnhaft. Weil sein Sohn einige Tage vorher mit der Großmutter spazieren war, da machte er ihn mitverantwortlich für ihren Tod. Und aus diesem Grund begann er damit, seinen Sohn zu misshandeln. Für den Vater war klar, dass er seine Familie komplett von der Außenwelt isolieren muss. Denn draußen, da war alles böse, und nur er konnte den nötigen Schutz gewähren, allerdings nach seinen eigenen Vorstellungen. Er kündigte seinen Job, und die Familie zog in das Haus der Großmutter. Als sie in dieses Haus eingezogen waren, da verbot er seiner Familie, das Haus zu verlassen. Dieses Verbot unterstrich er mit schweren Misshandlungen und Tyrannei. Und ganz besonders hatte er es auf Susan abgesehen. Und so sperrte er sie in ein freies Zimmer des Hauses. Und dieses Zimmer, das sollte das Mädchen die nächsten 11 Jahre nicht mehr verlassen. Aber nicht nur das. In diesem Zimmer, da gab es 2 Gegenstände, einen Toilettenstuhl und ein Kinderbett. Der Vater fesselte Susan mit einem Gurt, aus dem er so eine Art Zwangsjacke gebaut hatte, an diesen Toilettenstuhl, und dort saß sie 13 Stunden am Tag. Zu diesem Zeitpunkt, da war Susan gerade einmal 2 Jahre alt. Nachts wurde sie von diesem Stuhl gelöst, dann in einen Schlafsack gesteckt,
erneut gefesselt und in ein Kinderbett ohne Matratze gelegt. Das Kinderbett war lediglich mit ein paar Seiten Zeitungspapier ausgelegt. Das Zimmer war abgedunkelt und so vegetierte Susan 11 Jahre ihres Lebens dahin. 13 Stunden am Tag gefesselt, auf diesem Toilettenstuhl sitzend, danach in einem Schlafsack gefesselt, in diesem Kinderbett liegend. Niemand durfte dieses Zimmer betreten, niemand durfte mit ihr reden. Wenn überhaupt jemand in dieses Zimmer hinein durfte, vielleicht die Mutter einmal oder der Bruder, dann nur im Beisein des Vaters und dann nur, um sie zu füttern oder vielleicht einmal zu reinigen, aber es war absolut verboten, mit ihr zu reden. Wenn Susan laute Geräusche machte, indem sie mit dem Stuhl hin und her wippte oder wenn sie schrie, dann ging der Vater in dieses Zimmer und misshandelte sie. Nachdem so nach und nach herauskam, nachdem die Polizei in diesem Haus war, was dort geschehen war, da fand man auch ein größeres Brett in diesem Zimmer. Und dieses Brett, das hatte der Vater benutzt, um Susan damit zu schlagen. Wenn sie unruhig war, dann ging der Vater in das Zimmer und knurrte und bellte sie an wie ein Hund und zerkratzte sie mit seinen Fingernägeln. Und manchmal, da stand er abends vor der Tür des Zimmers, in dem Susan war, und knurrte und bellte und tat so, als ob er ein Hund sei. Zu essen bekam sie so wenig wie möglich, gerade so viel, dass man sie am Leben erhalten konnte. Aber der Vater weigerte sich, ihr feste Nahrung zu geben. Er fütterte sie mit Babynahrung, Müsli oder Frühstücksflocken. Gelegentlich gab es mal ein weichgekochtes Ei. Das Füttern sah so aus, dass er mit einem Löffel das Essen regelrecht in sie hineinstopfte und wenn sie nicht schnell genug schluckte, da verrieb er das Essen in ihrem Gesicht und verließ das Zimmer. Wenn Susan vor Hunger schrie, dann ging er wieder in dieses Zimmer und schlug sie. Liebe Mythengemeinde, ab hier werde ich jetzt einmal aus dem Text vorlesen, aus dem ich bisher erzählt habe. Susans Vater hatte eine extrem geringe Lärmtoleranz und weigerte sich, ein funktionierendes Fernsehgerät oder ein Radio im Haus zu haben. Seiner Frau und seinem Sohn wurde es untersagt, miteinander zu reden, und sie wurden brutal geschlagen, wenn sie dies ohne Erlaubnis taten. Er verbot ihnen insbesondere, mit oder über Susan zu sprechen. Jedes Gespräch der Mutter mit ihrem Sohn, das wurde daher sehr ruhig und leise und außerhalb Susans Hörweite geführt. Was Susan daran hinderte, durch bloßes Zuhören Worte zu erlernen. Susans Vater hielt ihr Zimmer extrem dunkel und die einzig verfügbaren Reize darin waren das Kinderbett, der Stuhl, die Vorhänge an jedem Fenster, 3 Möbelstücke und 2 an der Wand hängende Plastikregenjacken. In sehr seltenen Fällen, da erlaubte er es ihr, mit alten Nahrungsmittelbehältern aus Plastik, Garnrollen oder alten TV-Zeitungen zu spielen. Der Raum hatte 2 fast vollkommen abgedunkelte Fenster, wobei ihr Vater eines davon offen ließ. Obwohl das Haus weit von der Straße und anderen Häusern entfernt stand, konnte sie die Außenseite eines Nachbarhauses sehen, sowie einige Zentimeter Himmel. Gelegentlich konnte sie Umgebungsgeräusche oder ein Nachbarskind wahrnehmen, das Klavier übte. Niemand konnte in der Zwischenzeit das Haus verlassen. Der Vater erlaubte seinem Sohn lediglich zur Schule zu gehen und forderte ihn bei der Rückkehr auf, vor dem Betreten des Hauses seine Identität auf verschiedenste Art und Weise zu beweisen. Dabei saß der Vater öfters im Wohnzimmer und drohte ihm mit einer Schrotflinte, die sich auf seinem Schoß befand, falls der Sohn ungehorsam sein sollte. Außerdem durfte keine andere Person das Haus betreten oder sich auch nur in der Nähe des Hauses aufhalten. Neben all dem, was er Susan antat, da protokollierte der Vater auch seine Misshandlungen seiner Frau oder seines Sohnes. Er führte Buch darüber wie er seinen Plan umsetzte, seine Familie komplett von der Außenwelt zu isolieren. Seine Frau, die aufgrund ihrer Erkrankung mittlerweile fast völlig blind war, die hatte ihm nichts mehr entgegenzusetzen. Sie wurde täglich von ihm geschlagen. Außerdem drohte er ihr, sie umzubringen, wenn sie versuchen würde, ihre Eltern, enge Freunde, die in der Nähe lebten, oder die Polizei zu kontaktieren. Er zwang seinen Sohn zum Stillsein und schlug ihn mit zunehmender Intensität und drohte auch ihm damit, ihn umzubringen, wenn er über irgendetwas reden würde, das in diesem Haus vor sich ging. Als der Sohn dann älter wurde, da zwang er ihn dazu,
Susan zu missbrauchen. Der Sohn fühlte sich komplett machtlos, den Missbrauch seines Vaters zu stoppen und hatte zudem Angst vor Strafen, wenn er eingreifen würde. Bei mehreren Gelegenheiten versuchte er, von zu Hause wegzulaufen. Susans Vater war überzeugt, dass Susan im Alter von 12 Jahren sterben würde, und er versprach, dass er, wenn sie über dieses Alter hinaus weiterleben würde, seiner Frau erlauben würde, in der Öffentlichkeit nach Hilfe für Susan zu suchen. Als Susan dann 12 Jahre alt wurde, da nahm er dieses Versprechen zurück, und Susans Mutter unternahm weitere 1,5 Jahre nichts. Im Oktober 1970, als Susan ungefähr 13 Jahre und 6 Monate alt war, da hatten ihre Eltern einen heftigen Streit, bei dem die Mutter drohte, das Haus zu verlassen, wenn sie nicht mit ihren Eltern telefonieren dürfte. Clark Wiley gab nach und die Mutter telefonierte mit ihren Eltern. Bei diesem Telefonat, da muss es zu einer längeren Aussprache gekommen sein. Denn später, als ihr Mann nicht zu Hause war, da begab sich die Mutter zusammen mit Susan zu ihren Eltern nach Monterey Park. Der Sohn der Familie, der zu diesem Zeitpunkt schon 18 Jahre alt war, der war bereits von zu Hause weggelaufen und lebte mit Freunden zusammen. Ungefähr 3 Wochen später, am 4. November 1970, beschloss Susans Mutter zusammen mit Susan im nahegelegenen Temple City in Kalifornien, Blindenhilfe zu beantragen. Und dabei kam es dann eben zu dieser Situation, die ich am Anfang geschildert habe, dass sie die Tür verwechselte und ins falsche Amt ging und dort das Ganze dann aufflog. Die Mitarbeiter des Amtes, die informierten dann, wie schon gesagt, die Polizei, und die Eltern wurden verhaftet. Und Susan, die kam in ein Krankenhaus, das Children's Hospital in Los Angeles. Das Gericht entzog den Eltern das Sorgerecht und beanspruchte es für sich selbst. Als Susan ins Krankenhaus eingeliefert wurde, da fehlten die Unterlagen über ihren Namen, und so nannte man sie im Krankenhaus zunächst einmal Jeannie. Und dort fiel sofort auf, dass Jeannie, also Susan, etwas Besonderes war. Sie hatte nämlich so gut wie keinerlei Eigenschaften, die man einem Menschen zuschreibt. Dass es Wolfskinder gab, diese Geschichten kennt ihr sicher auch, die bei Tieren aufwuchsen, das war bekannt. Aber selbst in so einem Wolfsrudel oder einem Rudel anderer Tiere, bei dem die Kinder dann aufwuchsen, da lernten sie ein gewisses Sozialverhalten, nämlich das, was innerhalb dieses Rudels galt. Aber Susan, die war noch nicht einmal bei einem Tierrudel aufgewachsen. Die lebte 11 Jahre alleine in einem Zimmer. Und das ab einem Alter, nämlich 2 Jahre, wo normalerweise sich Dinge wie Sprache und Verhalten und so weiter erst entwickeln. Im Prinzip war es so, als hätte man mit Susan ein leeres menschliches Gefäß, das man erst einmal auffüllen musste. Und das war für die Wissenschaftler und die Ärzte hochinteressant. Es gab und es gibt immer wieder Diskussionen seitens der Wissenschaft darüber, was so einen Menschen eigentlich ausmacht. Ob die Fähigkeit der Sprache schon angeboren ist oder ob man das Ganze erst erlernen muss. Könnte sie Sprache noch lernen oder war diese Zeit für sie vorbei? Denn es gibt so eine Theorie, die sagt, dass es ein kritisches Alter zwischen 2 Jahren und dem Einsetzen der Pubertät gibt. In dieser Zeit könnte man noch sprechen lernen, aber danach wäre das nicht mehr möglich. Und wie würde das mit dem Sozialverhalten denn sein? Etwas, das ihr nie vorgelebt wurde. Würde sie es durch das Verhalten anderer erlernen? Oder müsste man ihr das erst beibringen? Konnte man ihr das überhaupt noch beibringen? Muss einem Menschen erst eine gewisse Entwicklung vorgemacht werden, damit er zu eigenen Entschlüssen im Sozialverhalten fähig ist? Oder kann er sich das abschauen? Diese und viele andere Fragen in dieser Richtung, die beschäftigen Wissenschaftler seit ewigen Zeiten. Nur was sollte man tun? Man konnte ja nicht ein Kind nehmen, erst 20 Jahre irgendwo einsperren und dann versuchen, Antworten auf diese Fragen zu bekommen. Aber mit Susan, da hatte die Wissenschaft jetzt ein solches Kind. Und auch wenn viele der Ärzte, die sich um sie gekümmert haben, es wirklich ehrlich mit ihr meinten, insbesondere einige Linguisten, da begann nun ihr zweites Martyrium. Nach ihrer Aufnahme ins Krankenhaus, da erhielten 2 Ärzte die Fürsorge für Susan. Der eine war David Rigler, der war Therapeut und Psychologieprofessor an der Universität von Südkalifornien und der war Chefpsychologe in diesem Krankenhaus. Und der andere, das war Howard Hansen, der war damals Leiter der Abteilung für Psychiatrie und der war Experte für das Thema Kindesmissbrauch. Einen Tag später, nachdem Susan in dieses Krankenhaus
dann eingeliefert wurde, da beauftragten diese beiden einen Arzt namens James Kent. Und dieser James Kent, der war unter anderem dafür bekannt, dass er sich als Kinderpsychologe dafür einsetzte, dass das Thema Kindesmissbrauch in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt wurde, denn es war seinerzeit immer noch ein Tabuthema. Dieser James Kent, der sollte ein erstes Gutachten über den Zustand von Susan machen. Dieses Gutachten von James Kent, das sagte aus, dass Susan der mit Abstand schwerwiegendste Fall von Kindesmissbrauch war, den er jemals untersucht habe. Und er gab eine sehr pessimistische Prognose darüber ab, ob Susan jemals wieder ein normales Leben führen könnte. Sie war 1,37 Meter groß und wog nur 27 Kilo. Sie hatte ein fast vollständiges Gebiss und einen aufgeblähten Bauch. Der Gurt, den ihr Vater zum Fesseln benutzt hatte, verursachte eine dicke Hornschwelle und starke Prellungen an ihrem Gesäß. Eine Röntgenaufnahme, die ergab, dass Susans Hüftgelenke mittlerweile sehr in Mitleidenschaft gezogen waren und sie hatte einen unterentwickelten Brustkorb. Ihr Knochenalter entsprach dem eines 11-jährigen Kindes. Obwohl ihre beiden Augen gesund waren, konnte sie nichts fokussieren, was weiter als 3 Meter von ihr entfernt war. Und das entsprach den Abmessungen des Raumes, in dem ihr Vater sie gefangen hielt. Jeannies grobmotorische Fähigkeiten, die waren sehr schwach ausgeprägt. Sie konnte weder aufrecht stehen, noch ihre Gliedmaßen vollständig strecken und sie wies eine sehr geringe körperliche Ausdauer auf. Ihre Bewegungen, die wirkten sehr zögerlich und unsicher. Wenn sie es denn schaffte, einige Schritte aufrecht zu gehen, da hatte sie den damals sogenannten Bunny Walk. Das könnt ihr hier im Video einmal sehen. Das ist, wenn man diese Hände so krallenartig vor seinen Körper hält und gar nicht schafft, richtig einen Schritt vor den anderen zu setzen. Sie konnte nicht kauen und sie hatte eine schwerwiegende Dysphagie. Bei dieser Erkrankung, da ist es so, dass einzelne Mechanismen der Schluckfunktion nicht funktionieren. Deshalb war sie nicht in der Lage, feste Nahrung zu sich zu nehmen und auch bei weicher Nahrung oder Flüssigkeit, da hatte sie schon Probleme. Und es war so, dass sie beim Essen alles, was sie nicht schlucken konnte, im Mund behielt, bis es von ihrem Speichel zersetzt wurde. Und wenn dies zu lange dauerte, dann spuckte sie es wieder aus und zermatschte es zwischen ihren Fingern so lange, bis sie es schlucken konnte. Außerdem war sie vollkommen inkontinent und sie urinierte und kotete da, wo sie sich gerade aufhielt, egal ob Leute anwesend waren oder nicht. Sie hatte keinerlei Sinn für Eigentum. Oft zeigte sie auf Dinge, die sie haben wollte, und wenn diese Dinge anderen Personen gehörten, dann nahm sie denen diese Dinge einfach weg. Ihr fehlte jegliches Situationsbewusstsein. Die Ärzte schrieben, dass sie unabhängig von der Umgebung spontan handelte, insbesondere, dass sie häufig öffentlich masturbierte. Für sie war dies eine ganz normale Handlung, was die Ärzte darauf zurückführten, dass ihr Vater das wohl öfters von ihr verlangt hatte. Am 17. November 1970, da veröffentlichte eine Zeitung einen Bericht über Susan. Irgendwer aus dem Umfeld des Krankenhauses hat diese Zeitschrift mit den Informationen über Susan versorgt. Ab diesem Zeitpunkt, da änderte sich dann so einiges. Natürlich haben dann auch viele Ärzte in den USA diesen Artikel gelesen. Und nicht wenige wollten ihre eigenen Forschungen an Susan durchführen. Das Problem dabei ist die Gesetzgebung in den USA gewesen. Man konnte zwar Anträge ablehnen, aber das musste schon begründet sein. Und nicht alle Anträge, eigene Forschungen durchführen zu können, die waren ablehnungswürdig. Es entbrannten große Auseinandersetzungen vor Gericht. Es gab Ärzte, die wollten dies unter keinen Umständen zulassen. Es ging nicht darum, dass sie ganz alleine da etwas forschen wollten. Das waren die Ärzte, die ich hier gerade schon genannt habe, sondern es ging darum, Susan zu schützen. Andere klagten, weil sie ein Anrecht sahen, mit Susan ihre Forschungen durchzuführen, weil dies in ihr Fachgebiet fiel. Es bildete sich eine ganze Ärztegruppe, deren Ziel es war, Susan ihren Untersuchungen auszusetzen, und sie durfte das auch. Ich denke, dieses Bild hier, das spricht Bände. Dem Krankenhaus wurden staatlicherseits sogar Gelder zugesprochen, damit sie ihre Untersuchungen an Susan weiterführen konnte. Es gab verschiedene Auseinandersetzungen vor Gericht, weil irgendjemand immer das Sorgerecht über Susan haben wollte. Es wurden unglaubliche Geschichten erdacht und Tricks angewandt, um das Sorgerecht für Susan zu erhalten. In den allermeisten Fällen, da ging es darum, dass man einfach den alleinigen Zugriff auf sie haben wollte, um seine Studien fortzuführen. Es gab aber auch andere. Es gab eine Frau wie Susan Curtis, die eine Linguistin war.
Ihre Aufgabe bestand lediglich darin, Susan Sprache beizubringen. Aber Susan, die jedem anderen Menschen emotionslos gegenüberstand, hatte eine kleine Verbindung zu ihr aufgebaut. Curtis versuchte, das Sorgerecht für sie zu erhalten, damit sie bei ihr wohnen könnte und all diesen Untersuchungen nicht mehr ausgesetzt wäre. Aber das wurde von einigen Ärzten eben dann verhindert. Nach Jahren schrieb sie ein Buch mit dem Titel Mockingbird, Don't Sing. Dort hat sie die Geschichte von Susan niedergeschrieben und berichtet über die Zeit, die sie mit ihr verbrachte. Diese ganzen Dinge, diese ganzen Untersuchungen, Forschungen, die Streitereien vor Gericht, die dauerten ein paar Jahre und in dieser Zeit, da erlernte Susan so einige Dinge. Sie erlernte einigermaßen aufrecht zu gehen, sie konnte ein paar wenige Worte sprechen. Man konnte zwar immer noch keine Unterhaltung mit ihr führen, aber sie konnte sich ein wenig äußern. Und dann wurde es wieder richtig schlimm für sie. Ende 1975 übergaben die Behörden Susan in das erste einer Reihe von Pflegeheimen. Die Umgebung, in die sie gebracht wurde, die war relativ steril. Man hatte kein Spielzeug für sie, es gab nichts, womit man sie beschäftigte. Sie saß wieder allein in einem Zimmer. Der Mutter erlaubte man nur selten, sie zu besuchen. Und kurz nachdem Susan in dieses Heim eingezogen war, wurde sie extrem körperlich und emotional misshandelt. Und das führte dazu, dass sie nach kurzer Zeit wieder die war, die vor 4 Jahren in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, nicht fähig zu reden, nicht fähig zu gehen, nicht fähig zu essen, nichts. Still und ausdruckslos saß sie in ihrem Zimmer. Es gab einen Vorfall, der extreme Folgen hatte. Susan musste sich erbrechen und ihre Betreuer, die schlugen und misshandelten sie deswegen und sie sagten ihr, wenn sie das noch ein einziges Mal machen würde, dann würde sie nie wieder ihre Mutter sehen. Aus Angst, da öffnete sie nun ihren Mund nicht mehr und sie hatte Angst zu essen und verweigerte die Nahrungsaufnahme und sie verlernte komplett die Sprache. Das bisschen, was sie bis dahin gelernt hatte und sie wurde dann auf brutalste Art ernährt. Die Sozialdienste nahmen sie dann irgendwann einmal aus diesem Heim heraus und steckten sie ins nächste Heim und so ging es immer weiter. Als sie 18 Jahre alt war, da zog sie kurz zu ihrer Mutter, aber die war aufgrund ihrer Behinderung dann doch nicht in der Lage, mit Susan klarzukommen. Und so landete sie wieder in Heimen. Nun ist es ja nicht so, und das könnt ihr auf den Bildern ja sehen, dass Susan aufgrund ihres Lebens und das, was sie durchgemacht hatte, ein unansehnliches Mädchen gewesen wäre. Es gibt jetzt hier zwar nur Bilder aus ihrer Jugendzeit, aber es gibt eben Berichte, und das kann man aufgrund der Fotos ja auch so ein bisschen nachvollziehen, dass sie dann später in den Jahren, wo sie so über 20 war, schon sehr hübsch gewesen sein soll. In diesem Alter, da landete sie mindestens in 4 verschiedenen Heimen und in einigen Heimen, da wurde sie nicht nur körperlich misshandelt, sondern sie wurde dann auch sexuell belästigt. Sie konnte sich ja nicht großartig wehren. Die Geschichte von ihr, das ist eine einzige Leidensgeschichte. Ich habe jetzt wirklich nur einen Teil dessen geschildert, was so mit ihr passiert ist. Insbesondere das, was die ganzen Untersuchungen und Forschungen anging. Es gibt, wie gesagt, ein ganzes Buch darüber, was man mit ihr angestellt hat. 1986, da wurde sie das letzte Mal gesehen. Danach verliert sich ihre Spur, denn der Staat hat sie in Obhut genommen. Ein Privatdetektiv, der sich dieser Sache widmete, der konnte aber herausfinden, wo sie war. Man hatte Susan in ein Seniorenheim gesteckt. Und laut des Privatdetektivs machte sie dort einen sehr glücklichen Eindruck. Und die älteren Mitbewohner dort, die kümmerten sich wohl liebevoll um sie. Und es gibt auch noch ein paar wenige Fotos. Das sind so die letzten Aufnahmen, die jemals von ihr veröffentlicht wurden. Mittlerweile müsste Susan 63 Jahre alt sein und ich kann wirklich nur hoffen, dass es so ist, wie der Privatdetektiv sagte. Liebe Mythengemeinde, das, was ich hier geschildert habe, das ist nur ein Auszug dessen gewesen, was man mit diesem armen Mädchen so angestellt hat. Das Ganze ist noch viel umfangreicher und wer da mal genauer nachlesen möchte, der kann das zum Beispiel auf Wikipedia tun. Dieser Artikel, der dort veröffentlicht wurde, der ist sehr genau. Gebt einfach Susan Wiley in die Suchmaschine ein und dann wird dieser Artikel von Wikipedia dann auch bei den Ergebnissen gezeigt. Aber was wurde eigentlich aus dem Vater? Die Eltern wurden ja beide angeklagt und an dem Tag, an dem das Verfahren eröffnet werden sollte, da hat sich Susans Vater mit einer Waffe das Leben genommen.
und er hat Briefe zurückgelassen. Einen Brief an seinen Sohn, in dem stand: Sei ein guter Junge, ich liebe dich. Und eine Notiz an die Polizei, die war auch dabei, in der stand: Die Welt wird es nie verstehen. Die Klage gegen Susans Mutter, die wurde fallen gelassen, denn diese Frau war ja selbst ein Opfer dieses tyrannischen Vaters. Susans Schicksal war, dass sie eben für die Wissenschaft, für die Medizin ein ganz besonderer Fall war. Ein Fall, an dem man vieles erproben, erforschen konnte, was man bisher nur in der Theorie machen konnte. Aber genauso gab es eben auch Ärzte und Wissenschaftler, die das Ganze stoppen wollten, die gesagt haben, das ist nicht richtig, was wir tun, das ist unmoralisch, das ist ethisch nicht vertretbar, lass das Mädchen in Ruhe, holt sie da raus. Und das Ganze führte eben dazu, dass hin und her geklagt wurde und dass Susan von einem zum anderen geschoben wurde, der gerade mal das Sorgerecht bekam, und dann landete sie in Heimen und dort wurde sie wieder misshandelt und auch sexuell belästigt. Ja, und nachdem dann der Staat, die Behörden, dann erfahren haben, wie es weitergelaufen ist, dann haben sie Susan eben sozusagen der Öffentlichkeit entzogen und haben sie ohne Hinweis darauf, wo sie verblieben ist, irgendwo in ein Altenheim gesteckt. Und der Privatdetektiv, der sie dort aufspürte, der hat auch stillgehalten, der hat nie verraten, wo sie lebt. Mittlerweile muss sie 63 Jahre alt sein und ich hoffe, dass es ihr die letzten Jahre dann wenigstens gut gegangen ist. Verdient hätte sie es allemal. Meine Lieben, wenn ihr Kinder habt, dann geht jetzt mal zu denen hin, nehmt sie in den Arm und sagt ihnen, dass ihr sie lieb habt. Wenn ihr dieses Video als Information okay fandet, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich. Und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.